Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Uraga und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier weiter dabei, Steine und Kristalle zu finden. Einen haben wir gefunden, den müssen wir hier noch aktivieren, und zwar den da. Das machen wir nämlich auch gleich. Des Weiteren verkaufen wir hier das Metall, weil unser Eisenvorrat geht auch so langsam zur Neige. Deswegen ist es eine super Idee, das Eisen zu verkaufen. So. Und außerdem den ganzen Steinkram hier, alles weg, weil es hier keine Miete zahlt. Oh, sieht kacke aus. Keiner mag diesen Retro-Look hier. Grufti-Style. Alles weg. So, auch das weg und das weg. So, diese jetzt auch ausgeschalten. Hä, merkt ihr das auch, dass die Luft schwerer zu sein scheint? Egal, nur noch 3 sind übrig. Genau. Was wir auch machen werden, damit das nicht so depressiv aussieht hier. Das ist ja auch mal so ein Kunstgriff hier, die richtige Waage zwischen Beleuchtung und der ganzen Kram zu finden. Haben wir noch das da reingesetzt, also noch einen Teil zu verkaufen? Super. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Hier unten ist auch noch ein tierischer Block. So, gehen wir mal hier an die Ecke ran, machen das mal ja ordentlich und hübsch. Oh. Alles schön und hübsch. Des Weiteren, weil man ja schon das Ping-Ping da oben hört, ist klar, wir brauchen definitiv hier noch ein bisschen Licht in der ganzen Schose. So, haben wir das Licht da drinne. Und dann gucken wir mal, wie wir den Scheiß da unten angraben. So, aber erstmal gehen wir hier noch hin. Verkaufen, habe ich gesagt. Das bisschen ja alles. So, die Ecke ist auch raus. Alles klar. Wollen wir hier für klare Verhältnisse. Und dann werden wir hier folgendes mal machen. Hier mal ein Stückchen tiefer gehen. Genau. Dann graben die sich ja mal tiefer. So, den können wir mal da ziehen, ja. So. Weil du schon mal gleich da bist, mein Freund. Bastelzwerg. Dann gehen wir nämlich da auch noch rüber. So. Hier rein, hier machen wir die Nummer mal mit Leitern. Wir können ja mal die Steinleiternummer machen hier. Ah, da ist noch nicht genug Platz. So. Mal gucken, wenn die fertig sind, dass wir dann hier. So. Haben wir hier ein paar Steine. So, wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr das gleich in der nächsten Ebene wiederholen. Den ganzen Spaß hier. Hier auch. Dann gehen wir mal so ein Stückchen tiefer. Und guck mal, dass wir das einigermaßen hübsch hinkriegen hier. Mal vielleicht noch ein bisschen in episch sozusagen hier. Da können wir ja mal. Ich hab jetzt einfach mal die Lust und dazu gestalten. Mal hier mal den Fußboden auch. Genau. Einfach mal, weil ich es kann. So. Dann komm mal her. Machen wir die Wandnummer auch nochmal hier. Also schade, dass natürlich jetzt da eine Wartungsluke ist. Ja, scheiß auf das Gold, davon haben wir auch genug langsam. So. So, nochmal da. Einfach mal, weil wir es können und weil es hübsch aussehen soll. Ich sag mal so, unsere Minen sollen hübscher werden. So, komm mal her, du auch. So, Leiter ist da. Naja, den Block hier drüben sollte er auch mit rausnehmen, ja. Davon haben wir eigentlich auch schon genug, beziehungsweise auf die paar Steine sind wir auch nicht angewiesen. So, da wird gegraben. Die Dinger duplizieren wir auch einfach mal. So, und einfach weil wir es können, machen wir ein bisschen Deko. Und zwar hiermit. Hab einfach mal Lust, dass das Ganze mal ein bisschen hübscher aussieht. So. Warum soll das immer kacke aussehen, der Einstiegspunkt in so einen lustigen Dungeon? So, des Weiteren machen wir noch hier den passenden Marmorfußboden. Haben wir ja unsere Pipette hier auch. Pipettieren wir nochmal hier. Und zwar so
Und so. Und das geht ja ruckzuck hier. Hammer. Ist immer schön, wenn man Ressourcen hat und die dann auch mal verbrauchen kann. So, nochmal Drachenkackzeug. Das ist aber wieder so scheiß wichtig, dass man das eigentlich bräuchten. Aber ich bin jetzt mal großkotzig und dekadent. Wir lassen es auch weg. So, Ting Ting. Oh, Ting Ting. Und auch hier, Ting Ting. Ting Ting. Alles schön hübsch gemacht, alles schön groß gemacht. Und dann können wir beim nächsten Mal da reingehen. So, apropos reingehen, genau, gehen wir hier nochmal rein, machen das ja auch nochmal hübsch. Oh. Ah, Forschungspunkt, dann mal den dritten. So. Warte mal hier mal, die Zwerge halten sich länger unter Nahrung aus. Das ist auch super. So, und dann gehen wir hier oben hin, bipedieren das mal. Damit wir das dann dort und dort auch hübsch machen können. Oh, dann lassen wir die mal ein bisschen arbeiten. So. Hat doch was so mit der großen Treppe und so. Gefällt mir. Oh. Das kann der sich nämlich daran verlustigen. Also die Tür ist ja auch schon fertig. Sollte man dann auch mal rangehen, dass wir das öffnen können. Kleines Dummerchen nicht. Also das ist, finde ich, ein bisschen kacke, dass die Türen, wenn sie gebaut sind, immer gleich geschlossen sind, weil das schreit ja von förmlich nach, bring mich um. Oh, genau, das basiert da meistens auch. So, auch fertig. Können wir hier auch mal schön Treppe schön machen. So, dann kann man, können die sich da weiter austoben und wir können noch mal was anderes gucken, wie wir an das da unten rankommen. So, dafür nehmen wir das hier mal raus. Und das Wesen einigermaßen gerade. Schaffen wir ein bisschen Platz zum Arbeiten. So. Genau, da sind wir hier an der richtigen Stelle. Das hier auch noch hübsch machen, ja. So. Und dann heißt es hier mal aufmachen. Gucken wir, was da finden. Du. So. Wurde ja überall gegraben und gebuddelt. Ist ja unglaublich. Also, der macht ja unten die Goblins-Geschichte ein bisschen schöner. Damit wir von hier aus dann in einem besseren. Okay, da haben wir das jetzt freigelegt. Mal gucken, was wir da gefunden haben eigentlich. Einen weiteren Kristall. Das ist auch nicht schlecht. So. Die graben sich da schön weiter durch. In der Zeit verkaufen wir euer ganzen Quatsch, ja. Eigentlich weg hier, weil es keine Miete zahlt. Eigentlich könnte man die Freunde auch gleich verkaufen, ja. Die zahlen ja auch keine Miete. So, von dem Edelstein war auch eine ganze Menge. Sehe ich ja gerade. Auch nicht wenig. So. Aber das ist ja alles erstmal schön weg. Oh, hier haben wir noch Metall. Den Grabstein weg. Das sieht sich nicht wundern, dass auf einmal das hier Einrichtung verschwindet. Oh, kann auch weg hier. Brauchen wir alles nicht. Das sieht hässlich aus. Jo, da guckst du runter, Zwerg, wa? Da denkst du auch, was sind das für Gestalten hier? So. Dann können wir hier runter mal gehen und hier den Kopf machen, wie wir hier die angraben. So, machen wir nämlich das gleiche, nämlich auch. So. Dann warten wir mal, bis die da sind. Oh, da sind die nämlich weg. Machen wir hier die Tür zu. So. Jetzt haben wir da schon mal die Tür weg. Das werden wir nicht hier das langsam so aktivieren, dass die nach oben kommen könnten, wenn sie wollten. So.
Interessant ist natürlich, dass die Hunde wahrscheinlich auch Leiter steigen können. Ist unglaublich, wa? Unglaublich, aber wa? Machen die natürlich dann gleich an die schicken von uns erbauten Lampen. Dann mal schauen, ob unsere Soldaten jetzt schon ankommen. Ja, der erste kommt schon. Oh, Hundi raus. Tür wieder zu. Sollst du dich mitten reinstellen, du Pfeifer. Okay, Türen auf. Berserker ist da. Den kümmern sich schon mal drum. Oh, das ist krass, wenn der zuhaut, Alter. Das ist ja gleich Puff, Peng, weg. Sieht so cool aus, wenn die loslegen. So sehe ich. Ich sehe bloß rote Balken mal sinken. Und einer ist tot. Das ist schlecht. Wir haben Verluste. Ein Forschungspunkt dazu. Das ist schön. So, wir haben aber einen Verlust. Den müssen wir gleich mal kompensieren hier. Du, mein Freund hier. Du wirst nämlich jetzt Soldat. Und du hier Scharfschütze. Oh, der hat einen Scharfschütze befördert. Hier rennt auch noch einer rum, der befördert werden will. Und zwar zum Schlechter. Ah ne, zum Schildträger. Apropos befördern, da sehe ich jetzt schon, dass wir hier mal wieder nichts zum Kämpfen haben. Zum Trainieren haben. So, ey, das ist krass, wie schnell sie die zerlegen immer. Und das ist nicht das Problem, was uns das Eisen kostet. Da geht eben unser ganzes Eisen hin. In Trainingspuppen. So, dann kümmert sich einer mal um ihn hier. Wie läuft es? Findet ihr irgendwelche Ruinenkristalle? Ja, jetzt müssen wir nur noch den dritten ausschalten. Irgendwas ist aber komischer, als ob etwas in der Luft liegt. Pustekuchen, ihr habt nur etwas Schlechtes gegessen. Schaltet jetzt den Rest von ihnen aus. So, da haben wir 3 von 5 haben wir schon. Okay, da haben wir den Grabstein. Nein, das war kacke. Ich wollte nicht den Fußball verkaufen. Die habe ich gerade so hübsch gemacht. Ich bin schön. So. Okay, ihr meine Freunde, kriegt gleich noch was zu tun. Und zwar kriegt ihr eine schicke Leiter. Oh, hier, schicke Leiter. Da kommt ihr nämlich wieder rauf, wenn ihr wollt. Oder ihr macht einfach mal Folgendes. Nein, nicht das. Genau, den da und den da, bitteschön. Die sind wieder hoch motiviert, die sind wieder am Arbeiten. Oben wird wieder kräftig trainiert, das hört man wieder schon. Scheppert, klitsch, klatsch, wird gescheppert und gearbeitet. Ach nee, trainiert. So, jetzt habe ich das hier so hübsch gemacht. Das okay, machen wir mal Folgendes. Oh, hat es wieder pling gemacht. Und unser Freund hier was entdeckt haben. Ah ja. Der hat was entdeckt, und zwar wie man hier runterkommt. So, dann entdeckst du auch gleich mal den Weg, wie du wieder raufkommst, indem du mal hier so kurz Leiter und so. Also kann hier unten dann weitergegraben. Unser Militär rückt hoffentlich bald an hier. Wenn sie nicht hier oben fertig da in abgekackt haben hier. So. Und dann können wir dann hier auch das Drachenzeug rausgraben. Also erstmal mal hier die Gemüse wegnehmen. Mit dem Gemüse wird es halt nichts. Hier ist auch noch so viel Sachen zum Ausgraben. Nicht nach da, sondern eher nach dort. So, dann haben wir da auch die nächsten Bauaufgaben verteilt. Und die kümmern sich mal um den Goblin hier. Und um Ogre. Ist krass, wie das so klitschklatsch wieder zusammenfällt. Ist das nicht geil? So, ist der erledigt? Oh, dritter Forschungspunkt. Dann gehen wir hier die Mitte lang durch. Dann haben wir da auch alles soweit. So, wenn wir schon mal hier dabei sind, nehmen wir hier mal das hier raus und das hier. Damit ich einfach dann, wenn das raus ist, ich dann dort die Leitern platzieren kann für das Ausgraben von diesem komischen Böppelchen da. Wir haben ja jetzt langsam genug Bau- und Buddelzwerge.
Achso. So, die graben sich da weiter nach oben. In der Zeit sind wir nämlich hier schon wieder durch mit unserer Aktion für heute. Das geht ja wieder ruckzuck. Haben wieder einen Kristall gefunden, haben den aktiviert, haben einen Oger getötet. Also ich würde das einen erfolgreichen Arbeitstag nennen, der Zwerg. Oder etwa nicht. Tja, bis dahin bleibt eigentlich nur noch einzusagen. Es kommt nämlich noch das hier. Dieses Ding hier nennt sich Endcard. Auf der Endkarte gibt es wie immer eine Empfehlung und eine Menge zu entdecken. Die Empfehlung für heute ist Beyond Good and Evil. Das haben wir in der Junkbox gespielt. Gab's bis Steam unter 5 Euro. Ein super Spiel, lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich echt nur empfehlen. Das ist der HD-Remake. Macht tierisch viel Spaß alleine und schmeckt eine Schwein dabei. Sonst wäre noch hier der YouTube-Button. Der bringt euch zurück zum Kanal. Abonniert den Kanal auch gleich. Was will man denn mehr? So ist der Social-Media-Kram auch noch hier. Google+, Facebook und Twitter. Das ist ja für unsere Freunde, die noch mehr wissen wollen als nur Videos schauen. Für Stalker. Da könnt ihr reingehen und schauen. Und da gibt es immer Infos mehr. So, ich werde jetzt auch mal schauen. Und zwar nach euren Kommentaren. Freue mich über jeden Daumen nach oben, denn ich bin MacVurago. Und sag Servus und Ade.